Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sind natürlich immer noch hier in Michigan am Lake St. Croix, wie letztes Mal auch schon. Da haben wir aufgehört bei der Suche nach dem Muskie oder auch der Muskellunge. Verdammt, ich wollte vorher bei Wikipedia nachgucken, wie man das ausspricht. Ich will es einfach Muskie nennen. Und ich kann euch sagen, ich habe den Spot gefunden. Wir können auch kurz mal in den Kescher gucken. Da haben wir sie, Muskellunge, 3 Stück, auch 2 in Trophäengröße. Bringt 1600 Erfahrungspunkte ohne Premium, mit Premium. Könnt ihr nochmal 50% draufrechnen, also etwas über 2000, 2300, so um den Dreh. Kriegt ihr dafür. Lohnt sich also von den XP auf jeden Fall. Geld ist auch nicht so schlecht. Aber gut, da könnt ihr auch die amerikanischen Hechtentrophäengröße fangen. Da haben wir im letzten Video schon gesehen, dass das sowieso rucki zucki geht. Also könnt ihr das auch so machen. Ich habe jetzt hier erstmal mein Setup wieder am Start. Das ist dasselbe wie gestern. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt diesen Crankbait benutze. Ist eigentlich egal. Ihr könnt auch den von gestern nehmen, den gelb-grün. Oder den Rainbow. Ich habe es erst mit dem Rainbow gemacht, weil er 24 Gramm hatte und wir weit werfen werden müssen. Sind nochmal ein paar Gramm mehr als der Blau. Ne, guck mal gar nicht. Der Blau-Weiß hat auch 24 Gramm. Paar Meter mehr als mit dem hier kommen wir damit. Aber mit denen klappt es auch. Müsst halt dann nur wirklich ans Limit gehen mit dem Wurf. Ihr habt da ein bisschen Spielraum, also müsst ihr nicht ganz so genau klicken. Auf jeden Fall 24 Gramm, Wetter sonnig, aber ihr könnt auch bei bewölktem Wetter die Fische rausziehen. Das ist kein Problem. Die Uhrzeit dafür ist immer jeweils so eine Stunde. Ich weiß nicht, ob man die auch danach noch fangen kann. Ich habe danach wenig Bisse bekommen. Nach der Zeit. Von daher mag sein, dass da noch ab und zu welche beißen, aber war auf jeden Fall weniger bei mir, als wenn das in der Zeit gelegen hätte. Wir sind jetzt hier um 19:50 Uhr, das heißt, wir spulen mal weiter, denn erstmal gucken, was wir für einen Tarazis haben. Sonne, perfekt. Denn bei Sonne beißen die von 6 Uhr bis 7 Uhr morgens und von 7 Uhr bis 8 Uhr abends. Und bei Wolke von 8 Uhr bis 9 Uhr morgens und von 17 Uhr bis 18 Uhr in den Abendstunden. Da bist du zumindest alle gefangen in den Stunden. Also die kann ich bestätigen, definitiv. Was davor und danach ist, weiß ich nicht. Habe ich keinen in Trophäengröße gefangen. Und das ist es, wonach die Leute hinterher sind. Wegen den XP wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, ich sehe immer nur im Chat. Dass die alle am Verzweifeln sind, wie man die Muskies fängt in Trophäengröße und einige rücken mit der Sprache nicht raus. Also könnt ihr jetzt das Video zumindest gucken. Habt ihr das wenigstens als Anhaltspunkt. Und ich kann euch sagen, so könnt ihr sie fangen. Aber erstmal spulen wir hier den Tag vor. Den Drill packe ich euch ans Ende von das Video. Wenn ich keinen im Video fangen sollte, zumindest keinen Trophäenfisch, dann könnte das sein. Ich werde auch den stärksten Drill nehmen. Den ich aufgenommen habe. Ich habe ein paar aufgenommen von den Trophies. Also sollte das kein Problem sein. Wir werfen jetzt erstmal hier hin. Und zwar haben wir hier da am Baum über der Markierung. Und da ist noch ein Baum über der Markierung. Und zwischen die beiden Bäume werft einfach so mittig rein. Soweit ihr könnt. Und dann fliegt der Köder. Und dann wird's richtig spektakulär. Denn jetzt haben wir auf 67 Meter und wir warten einfach. Ja, ich nenne es auch gerne die Crankbait-Klo-Taktik. Ja, und da haben wir schon den Biss. Einfach anschlagen. Und dann hängt schon der erste Muskie. Könnte ich fast wetten, dass es einer ist. Keine Trophäe, aber immer ein normaler, der auch schon 5 Kilo hat mit Sicherheit. Oder um den Dreh zumindest 4,9. Zählt natürlich auch zu 5. Also ihr könnt das einfach auswerfen. Dann auf Klo rennen. Und den Fisch landen, wenn ihr wiederkommt. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch Wireless-Kopfhörer. Und sobald die Bremse losgeht, wisst ihr, habt einen dran, rennt vom Klo runter und könnt den an Land ziehen. Ist auf jeden Fall sehr angenehmes Angeln. Ihr könnt dabei lesen nebenbei, Kaffee trinken, Kuchen essen, Fernseh gucken, was ihr wollt.
Ihr fangt die auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie schnell die das patchen werden. Weil bei dem Zander ging es ja vorher auch so, dass man einfach sich da hinhocken konnte und einfach auf den Biss warten konnte. Bisschen untypisch für Crankbaits, dass die den direkt nehmen, auch wenn da nicht wirklich Spiel ist. Deshalb denke ich, dass die das irgendwann auf jeden Fall fixen werden. Aber für den Moment klappt das so auf jeden Fall noch. Also wenn wir die Methode auch benutzen. Da ist er sogar einmal aus dem Wasser gesprungen. Die beißen auch bei 30 Meter und darunter. Aber einen Trophy habe ich da noch nicht gefangen. Und teilweise auch ein Hecht als Beifang. Also da hinten in der Ecke habe ich bis jetzt nur Muskies gefangen. Und auch relativ häufig Trophys dann dazwischen. So, und da meinen ersten Muskelunch, 5,3 Kilo, 400 Erfahrungspunkte, packen wir in die Tasche und werfen wieder aus. Und gerade kam auch noch ein Mini-Patch. Ich glaube, das mit den Fischen in Wäldern haben sie gefixt. Vorher war hier so ein Bug, dass die Fische teilweise in die Wälder geflogen sind hinter einem. Zumindest stand es in den Release-Notes und seitdem hatte ich den Bug auch nicht mehr. Also könnte es tatsächlich sein, dass sie es geschafft haben. Und man die wieder normal drillen kann. Viele schreiben im Chat, dass die Probleme haben, die größeren Fische zu drillen oder es einfach länger dauert. Aber ich weiß nicht, also lange dauern. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall den längsten reinschneiden. Aber gut, ich habe jetzt für den, lass mich nicht lügen, 3, 4, 5 Minuten gebraucht oder so. Aber wenn ich dann teilweise lese, ich habe den 20 Minuten gedrillt, dann frage ich mich auch, was sie für eine Ausrüstung benutzen. Oh, das ist, glaube ich, ein Trophy. Der hat gut angeschlagen. Jetzt erzähle ich ja wahrscheinlich was von... Ich frage mich, was sie für eine Ausrüstung benutzen und der wird jetzt auch hier 20 Minuten kämpfen. Aber auf jeden Fall schreiben die dann immer, ja, die kämpfen ja ganz schön hart. Ich meine, klar, so ein Meterhecht, der kämpft doch ganz schön hart. Auch in echt. Den zieht man auch nicht mal eben so aus dem Wasser raus. Zumindest nicht, wenn man da keinen Stahlträger als Rute hat und kein Stahlseil als Schnur. Dann soll schon mal passieren, dass der kämpft. Und wir haben hier nur eine 0,23er geflochtene drauf. Aber das ist auf jeden Fall hier, schau mal, der Trophy. Der kann jetzt vielleicht gehen bis 90 Meter oder so. Das hat der andere auch gemacht. Den ich reinschneiden wollte, was ich jetzt nicht mehr machen muss. Der ist bis 90 Meter gegangen, aber dann auf einmal hat er so einen Bruch bekommen, wie aus dem Nix, und ist quasi kampflos bis auf 30 Meter wieder ran und dann habe ich den halt ganz normal ausdrillen können. Also manchmal sind die Drills ein bisschen merkwürdig. Der ist auch nicht auf mich zugeschwommen oder so, der hat sich einfach ziehen lassen, ich weiß nicht, was das war. Gucken wir mal, was dem mehr widerfährt während des Drills. Auf jeden Fall geht er schon mal bis jetzt nicht auf 90 Meter raus. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den drin haben. Aber das macht nichts. Denn das ist unser Zielfisch. Also drillen wir den auch gerne aus. Diesmal spackt sogar die Rute gar nicht so rum. Manchmal bei den Trophies, da geht der dann ab dem Griff so fast im 90-Grad-Winkel weg. Da frage ich mich auch immer, welche Rute das aushalten würde, ohne zu brechen. Aber solange wir hier nur das Rollenblinken haben, steht da schon mal keine Gefahr. Aber den bekommen wir jetzt auch nicht wirklich viel näher im Moment. Aber das gibt sich gleich. Irgendwann wird der schon kommen. Der Bug mit dem Fisch ist entkommen. Ist ja zum Glück behoben. Also können wir den hier von mir aus eine halbe Stunde drillen. Macht mir gar nichts. Da ziehen wir jetzt eiskalt hier durch. Und dann schauen wir mal, ob wir auch mal den ersten Drill hinbekommen, der länger dauert als 5 Minuten. Oder... ob der nicht will. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt. Aber jetzt verliert er schon ein paar Meter. Schauen wir mal, ob der gleich nochmal anfängt abzuziehen. Oder ob er langsam müde wird. Ah, jetzt geht er langsam etwas runter. Die Bremse surrt auch nicht mehr ganz so laut.
sagt es und der Fisch schwimmt wieder weg. Ich sollte einfach immer das Gegenteil sagen, dann macht der Fisch auch das Gegenteil von dem, was ich sage. Also der Fisch, der reißt jetzt hier richtig die Flucht nochmal raus, geht auf bis 150 Meter hoch. Und er kommt langsam auf uns zu. Perfekt. Ich glaube, ich bin noch nicht so lange dran, vielleicht 2 Minuten oder so. Und hab den jetzt schon wieder 20 Meter abgenommen. Schauen wir mal. Kämpfen ungefähr so wie die Uni-Hechte. Die wehren sich teilweise auch. Manchmal lassen sie sich relativ leicht reinziehen, dann wieder kämpfen sie ein bisschen mehr. Aber die haben auch ungefähr dasselbe Gewicht, deshalb macht das schon ein bisschen Sinn. Und in echt habe ich noch kein Muskie gefangen, weil ich noch nicht in Amerika war zum Angeln. Deshalb kann ich es nicht sagen, wie weit die kämpfen oder auch nicht. Ob die mehr kämpfen als so ein amerikanischer Hecht, beziehungsweise der europäische hier, was ja ein und derselbe ist. Da kann ich euch nichts zu sagen in dem Vergleich, in der Realität. Da müssen wir einfach mal den Entwicklern hier vertrauen, dass sie das schon hinbekommen. Aber jetzt kommt er langsam, aber sicher auch ins Bötchen, hätte ich fast gesagt, an Land natürlich. Das Bötchen hätte ich gerne. Dann könnten wir da hinten hinfahren und die schön mit der Hand fangen bestimmt. Apropos, hatte ich gestern gesagt, dass die Uni-Hechte sich auch mit Naturköder fangen lassen. Da muss ich erstmal eine Rute holen, denn ich konnte mit der neuen 4,50 Meter Rute tatsächlich nicht weit genug werfen. Warum, weiß ich nicht. Ob es an der Action liegt, dass sie modfast ist. Keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel bis jetzt immer noch. Aber ich kam tatsächlich nicht bis zu den Seerosen da hinten. Da musste ich erst meine alte Nero wieder auspacken und mit der kann man dann bis zu den Seerosen da hinten werfen. Also selber Spot wie mit dem Crankbait. Und dann einfach auf 10 cm und mit einem 6.0er oder 7.0er Haken. Wie mit den einzigartigen Barschen in Florida auch. Einfach dahin hinwerfen und warten und dann beißt der Uni-Hecht auch auf Naturköder und zwar auf die Shiner. Also ihr braucht da nicht mehr Gold für ausgeben, was natürlich richtig nice ist. Und hier haben wir den Muskel Lunch in Trophäengröße, 13,3 Kilo, 1800 Erfahrungspunkte fast. Das lohnt sich zum Leveln auf jeden Fall. Und vom Geld her auch. Und ich glaube, es waren keine 20 Minuten, denn meine Stoppuhr sagt erst 12 Minuten. Und ich glaube, bei 8 Minuten oder so habe ich den gefangen ungefähr. Also wieder so roundabout 4-5 Minuten. Also keine 20. Deshalb denke ich, dass die anderen, die solch lange Drills haben, vielleicht eine andere Ausrüstung benutzen. Dann kann das natürlich sein. Oder vielleicht die Bremse leichter eingestellt haben, keine Ahnung. Mag alles sein. Aber die lassen sich auf jeden Fall in ein paar Minuten rausziehen. Zumindest hatte ich bis jetzt noch keinen Fall, wo das so ist. Bei den Welsen soll es angeblich anders sein. Das werden wir in den nächsten Videos sehen. Ich glaube, im nächsten Video werde ich mich erstmal auf den Stör begeben. Denn auf den bin ich richtig heiß, habe ich auch richtig Bock drauf. Auch wenn das relativ schwer sein soll, den zu fangen. Beziehungsweise auch etwas dauern soll. Aber gut, Zeit haben wir ja. Also werde ich auf jeden Fall versuchen, den zu überlisten und dann im nächsten Video rauszuhauen. Und dann natürlich den Wels. Und dann alle anderen Fische, die es hier noch sonst zu erblicken gibt. Zander soll es auch in Unikill geben. Habe ich aber noch nicht versucht, habe ich mir nicht angeguckt, wie den Rest auch. Also muss ich das selber erstmal rausfinden, wo und wie ich die fangen kann. Und dann wird dazu mit Sicherheit auch ein Video kommen. Ich hoffe nur, dass der nicht so schwer zu fangen ist wie der in New York, weil das nochmal weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. 5 Tage da zu suchen und zu beten. Also war nicht so mein liebstes Hobby. Aber was tut man nicht alles, um das einmal auf Band zu haben. Und jetzt haben wir was Kleines gehakt. Könnte das tatsächlich ein Hecht sein? Ah, ne, ich glaube, jetzt ist es doch ein Muskie.
Da ist er nochmal kurz widerstandslos uns entgegengeschwommen. Wir könnten gleich mal versuchen, mit Shiner auf den Maski zu angeln, ob man die auch fängt. Ist natürlich noch die Frage. Also ich weiß, dass man die wohl rechts vom Steg aus... Kann ich jetzt hingucken? Also da, wo ich jetzt hingucke, da ist so ein Steg. Und von da kann man die mit Shiner auf jeden Fall fangen, wenn man gegenüber in die Seerosen reinwirft. Aber hier an der Stelle habe ich das noch nicht versucht. Das könnten wir gleich eigentlich mal machen, denn... Dass das jetzt hier klappt mit dem Crankbait in Normalgröße und auch in Trophäengröße, haben wir gesehen. Also kann ich eigentlich mal meine andere Route rauspacken und gucken, ob wir da ein bisschen bekommen. Da habe ich jetzt leider nur einen 020er Fluor drauf. Also das könnte jetzt tatsächlich sein, dass wir da einen langen Drill bekommen. Wenn wir... Achso, ich kann euch mal kurz das... Equipment zeigen, habe ich gerade zwar schon erklärt. Hier 10 cm Shiner drauf. Breite Pose. Was habe ich für einen Haken? Lasst mich nicht lügen. Blablab. 7-0. Also auf jeden Fall können damit die Unis auch rausziehen. Was ganz nice ist, weil die Shiner, die kosten einfach nur Geld und für so eine Uni kriegt ihr knapp 40 Gold. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann versuchen wir es aber erstmal hier mit dem Shiner auf Maski, ob das an der Stelle auch funktioniert. Vor allem auf... Oh, wir kommen gar nicht weit genug. Warum kommen wir nicht weit genug? Das ist komisch. Ich habe mit demselben Setup in dem Forellenbarsch-Video eigentlich weitergeworfen, oder? Oder vertue ich mich jetzt? Also ich hätte behauptet, ich habe damit locker über 60 Meter geworfen. Und ich habe auch letztes Mal mit der hier über 60 Meter geworfen. Habe ich gerade so den Auswurf verpennt? Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Na gut, hier werden wir jetzt dann wahrscheinlich keinen fangen, weil wir einfach zu kurz geworfen haben. Das heißt, ich warte jetzt mal ein bisschen hier. Und guck, was passiert. Aber das kann ich mir eigentlich auch sparen. Aber ein paar Minuten wollen wir den geben. Zumindest ein paar Ingame-Minuten. In der Hoffnung, dass sich einer verirrt und mutig nach vorne schwimmt. An unserem Köderfisch vorbei. Vielleicht ist der Shiner auch leichter als der... als die große L-Ritze. Das wäre natürlich interessant, wenn das Ködergewicht eine Rolle spielen würde. Ich meine, in echt würde das tun, aber... ob der so viel kleiner ist... Steht natürlich keine Grammzahl, was der wiegt. Von daher weiß ich es nicht. Aber hier ist das, glaube ich, hoffnungslos. Da muss ich nochmal schauen, wie ich hier die Wurfweite hinbekomme. Und warum das jetzt nicht mehr klappt. Muss ich nochmal in mein eigenes Video reinschauen. Musste ich auch für das Turnier. Denn da wusste ich auch nicht mehr, wie ich die Einzigartigen alle in North Carolina überlisten kann. In North Carolina soll übrigens der Alligator-Hecht kommen. Zumindest habe ich das so gelesen. Denn irgendwie meinten die Entwickler, dass der Alligator-Hecht, beziehungsweise der, die hat nur gar geschrieben, also weiß ich nicht, ob jetzt wirklich der Alligator-Hecht an sich meinen oder noch irgendeine andere Art davon, davon gibt es auch zig verschiedene Arten, dass der noch nicht aktiv ist, also ähnlich wie der Zander am Anfang, der auch so ein großes Mysterium war, aber der halt einfach nicht aktiv war. Haben die auf jeden Fall geschrieben, dass das bei dem auch so ist, aber der in relativ naher Zukunft kommt. Ich habe gehört, Freitag, ob es stimmt, weiß ich nicht. Bleibt einfach mal abzuwarten. Und ich muss erstmal hier meine Bremse einstellen, denn sonst geht der mir gleich direkt flöten. Aber jetzt haben wir schon 7 Uhr. Das heißt, jetzt können wir direkt mal gucken, ob da noch einer beißt oder... ob es das schon wieder gewesen ist. Ihr könnt ja natürlich auch den Köder hier mit kleinen Zupfern durchs Wasser führen, konstant einholen, was weiß ich, mit Pausen. Ihr werdet ein bisschen bekommen. Ob es dann halt der Trophäen-Maski ist, möchte ich euch nicht versprechen. Ich habe die bis jetzt alle so gefangen mit der Ausdauermethode, also
Da haben wir noch einen Zupfer, da können wir auch direkt anschlagen, auch wenn der Ausschlag nicht mehr da ist. Ihr könnt auch hier ruhig die Hand von der Maus nehmen und 3 Sekunden später anhauen, das macht alles nichts. Die Fische sind wirklich extrem lange dran. Ich habe noch nicht einen Anschlag bei dem verpennt. Auch wenn ich nebenbei irgendwas anderes gemacht habe, das ist irgendwie vollkommen egal. Die sind wirklich sehr lange an dem Köder zugange. Also besteht da relativ wenig Gefahr, das zu verschlafen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einer Probleme hatte, mit dem Crankbait Fische zu fangen. Das, woran das liegt, weiß ich nicht. Er sagte, er hat das auch nicht hier gemacht, sondern in Florida, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte geantwortet, dass die Hakengröße dafür vielleicht zu groß ist, weil ich jetzt hier mit einem 5-0er Haken angel. Aber es soll wohl auch Crankbaits mit 3-0er oder sowas geben. Auf jeden Fall kleinere. Und mit denen würde er auch viele Bisse bekommen. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur hier mit den Crankbaits geangelt. Aber auch in Kalifornien habe ich im Chat gelesen, dass die viele Fehlbisse bekommen bei denen. Da hatte ich die aber vergessen, deshalb konnte ich damit leider nicht angeln. Also wie gesagt, auf Hecht und Maske hier funktioniert es wunderbar, wie wir sehen können. Das ist absolut kein Problem. Und jetzt haben wir auch nach 7 Uhr noch eingefangen, auch wenn der Köder vor 7 Uhr im Wasser ist. Wir versuchen jetzt einfach hier nochmal nach 7 auszuwerfen. Und schauen, ob wir da auch einen überlisten können. Dann können wir die Beißzeit erweitern. Ob es da noch Trophys sind, ist natürlich dann noch die andere Frage. Am besten fangen wir jetzt noch ein. Ich glaube, ab 7 Uhr beißen auch die Störe. Jetzt habe ich natürlich wieder die 7 Uhr hier verpennt. Aber ich weiß auch nicht, ob 7 Uhr abends oder morgens. Muss ich nochmal gucken. Habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Finde ich jetzt nur nicht. So ist das nämlich mit dem Lesen nebenbei. Da will man mal was lesen, was man sich aufgeschrieben hat, und dann ist es weg. Aber gut. Müssen wir halt uns anders beschäftigen, während wir auf den Biss warten. Der vermutlich noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ich habe auch ein Video gesehen von einem, der einen Stör gefangen hat, und der hat das Ganze in Zeitraffer abgespielt, weil der Biss irgendwie, also der hat mit der Pose geangelt, hat die Pose 1:40 oder so im Wasser gelassen, also in-game, und dann ist den Biss bekommen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Ob die sich auch irgendwie schneller überlisten lassen oder ob man da wirklich so lange warten muss, bis meiner anbeißt, dann wird das auf jeden Fall ein sehr spektakuläres Video. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das bleibt aber noch abzuwarten. Auf jeden Fall ist das hier auch ziemlich spektakulär, was hier gerade passiert. Aber die haben auf jeden Fall richtig gelernt von den anderen Maps. Denn, hört ihr diese Ruhe? Man hört so ganz entfernt so ein paar Möwen. So sanft die Meisen zwitschern, aber nichts richtig Penetrantes. Das ist richtig angenehm hier. Es ist mir auch nicht so aufgefallen, irgendwie. Boah, bei manchen, da stand ich ja dann wirklich und hab gedacht, da kannst du dir keine Stunde anhören, aber hier ist das so richtig schöner Natursound. Ich weiß nicht, wie die anderen Locations hier sind. Da war ich noch nicht, weil ich jetzt nur hier Hechte und Muskies erstmal fertig machen wollte. Aber hier ist der Sound schon mal ruhig. Am Leuchtturm, könnte ich mir vorstellen, sind ein paar mehr Möwen unterwegs. Da ist relativ offene Wasserfläche. Schauen wir mal, was da so geht. Aber hier geht, glaube ich, erstmal nichts. Also werde ich den mal reinholen. Zwischendrin noch mal ein bisschen stoppen. Und gucken, ob irgendwas den Köder nimmt. Aber wenn, können wir hier auch direkt mal auf 30 Meter ranholen. Denn da sind noch mal ein paar unterwegs. Schauen wir mal, ob wir hier noch was rauskriegen. Immer ein bisschen
ranzupfen und warten, ob ein Biss kommt. Aber gut, auf jeden Fall. Wie gesagt, nach 7 habe ich ernste Probleme, noch ein Musky dran zu bekommen. Bei 6 kamen die bisher relativ schnell, sag ich mal. Und alles, was wir wollten, haben wir auch bekommen. Von daher werde ich einfach dabei bleiben und ab 7 dann Uni-Hecht oder so fangen. Ah, hier haben wir nochmal einen. Nochmal einen Nachläufer auf ein paar Meter. Aber das ist, glaube ich, auch ein amerikanischer Freund. Jawohl, da haben wir einen amerikanischen Hecht, 2,3 Kilo. Packen wir gleich ein, aber erstmal verabschiede ich mich an dieser Stelle, denn das soll es gewesen sein für heute. Also, der Trophy Musky ist gar nicht so ein großes Geheimnis. Relativ leicht zu fangen, relativ langweilig und unspektakulär, aber noch geht's so, also nutzt es aus, wenn ihr noch ein paar XP sammeln wollt. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und dann hoffen wir mal, dass ihr das nicht allzu schnell fixen für alle, die farmen wollen und für alle, die ein bisschen mehr Action beim Angeln haben wollen. Für die sollten sie es möglichst schnell fixen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ihr seid wieder mit dabei, wenn es dann heißt Stör oder nicht Stör, Wels oder nicht Wels. Das ist hier die Frage. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen und sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.